Hallo und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich gesunde Apfeldonuts aus, beziehungsweise Apfelküchlein. Die gibt es hier auf der Basler Herbstmesse zu kaufen, schmecken richtig lecker, nur leider sind sie nicht ganz so gesund, da sie natürlich frittiert werden und viel Zucker enthalten. Deshalb habe ich mir gedacht, ich möchte gerne eine gesündere Variante ausprobieren, die aus dem Ofen kommt und super schnell gemacht ist. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Das sind die Zutaten, die ihr für die Apfeldonuts braucht. Die genauen Mengenangaben stehen auf meinem Blog www.fraujannik.com. Hier habe ich 150 ml Hafermilch und da gebe ich jetzt als erstes einen Esslöffel Apfelessig hinzu. Der Apfelessig bewirkt, dass das jetzt zu einer Art Buttermilch wird und deshalb lassen wir das kurz an der Seite stehen. Jetzt geht es weiter mit dem Teig. Dafür gebe ich hier Dinkelmehl durch mein Sieb. Dann kommt hier ein bisschen Speisestärke. Dann kommt ein halber Teelöffel Natron. Eine Prise Salz. Ein bisschen Zimt, das ist optional. Ein Teelöffel Backpulver. Und 4 kleine Löffelchen von Kokosblütenzucker. So, das Ganze wird jetzt hier durchgesiebt. Das sind noch die feinen Krümel vom Kokosblütenzucker, aber das ist kein Problem, das könnt ihr einfach in den Teig mitgeben, denn es löst sich dann mit der Flüssigkeit auf. Zu der Buttermilch gebe ich jetzt noch ein bisschen flüssiges Kokosöl hinzu. Und die flüssigen Zutaten gebe ich jetzt zu den trockenen Zutaten. Und jetzt wird das Ganze ein bisschen vermischt. Wirklich nur kurz vermischen. Denn bei veganen Teigen muss man immer darauf achten, dass es nur kurz vermischt wird. So ist der Teig schon fertig. Jetzt stellen wir den zuerst einmal kurz auf die Seite. Jetzt geht es weiter mit den Äpfeln. Die habe ich einfach gewaschen. Die Schale könnt ihr dran lassen. Und als erstes entfernt ihr einmal das Kerngehäuse. Ich mache das Loch ein bisschen größer, damit es nachher in meine Donutform passt. So, und jetzt müsst ihr das einfach in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. So, der Teig ist jetzt fertig, die Apfelringe sind geschnitten. Jetzt braucht ihr nur noch euer Donutblech. Ich habe hier zwar ein Apfelküchleinblech, aber ihr könnt auch ein ganz normales Donutblech verwenden. Wichtig als allererstes einfetten. Hier habe ich noch ein wenig von dem Kokosöl übrig und das benutze ich jetzt, um es einzufetten.
So sind eure Apfeldonuts jetzt fertig für den Backofen. Dort bleiben sie ca. 15 Minuten bei 180 Grad Umluft. Bitte vorheizen nicht vergessen. Dann nur noch auskühlen lassen und schon könnt ihr eure selbstgemachten gesunden Apfeldonuts genießen. Und schon sind eure gesunden Donuts fertig bzw. Apfelküchlein. Jetzt könnt ihr sie nach Belieben dekorieren mit einem Guss, mit Puderzucker oder ich habe da noch eine andere Zutat für euch. Es sieht zwar aus wie Puderzucker, ist aber keiner. Und zwar ist das Kokosmehl. Kokosmehl hat den Vorteil, dass der auf dem Gebäck liegen bleibt und zwar mehrere Tage, anders als Puderzucker, der ja dann in das Gebäck einzieht und nicht mehr sichtbar ist. Der zweite Vorteil ist, dass Kokosmehl kein Zucker ist, aber trotzdem süßlich schmeckt. Ich habe mein Kokosmehl hier in solch einen Gewürzstreuer gefüllt, denn so kann ich das super über das Gebäck streuen. Ich hoffe, das Rezept für die gesunden Apfeldonuts hat euch gefallen und ihr habt Lust, es jetzt nachzumachen, dann geht doch auf meinen Blog www.fraujannik.com, denn dort stehen alle Mengenangaben. Wenn ihr etwas nachmacht, dann hashtagt mich doch auf Instagram mit fraujannik, dann kann ich nämlich euer Foto sehen und mich riesig darüber freuen. Ich sag jetzt tschüss, wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns hier das nächste Mal. Tschüss, eure Fraujannik.